Hallo liebe Rattenhorde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Conan Exiles. Ja, wir müssen ja jetzt ein bisschen Luft füllen, denn wir haben jetzt ein Release-Date gekriegt für ein anderes Projekt. Falls ihr euch das Video wesentlich später anguckt, macht das natürlich absolut keinen Sinn für euch. Aber macht nichts. Wir machen als Füllung ein brandneues Let's Play von Conan Exiles auf den Exiled Lands. Keine Admin-Sachen, reines Let's Play, keine Erklärvideos. Ich gehe einfach rein, alle Dungeons werden gemacht, so wie ich normalerweise spielen würde. Und wir fangen damit einfach an. Ich habe einfach weiter gelabert, aber das macht gar keinen Sinn. Ich kann mich auch jetzt beschweren. Wir holen uns gleich mal ein paar Reisepunkte. Weiß gar nicht, warum ich so schnell renne hier. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass diese Sachen, die man halt später macht, nein, die man einstellt. Halt doch mal die Klappe. Bist jetzt fertig? Danke. Okay. Ich finde es immer ein bisschen schade. Left to rot among the ruins of the past. There are others here. Slaves, bandits and cannibals. Exiles I've never heard of. Some of them try to scrape a life from the wasteland, scrabbling in the rocks and sand for their own place. I cannot go on. The life that I left behind haunts me. The sun of the glittering spires of Belvarus is forever denied me. The smell of my daughter's hair. I will pass the ghost fence, and this cursed land will finally end me. To whoever reads this note, I leave the last of my water and this message. Stranger, you have my pity. You do not know how cursed you truly are. Meine Güte, sind wir jetzt fertig? Darf ich jetzt? Ich finde es immer schade, dass man bei der Charaktererstellung sich so viel Mühe gibt, seinen Charakter zu erstellen halt. Und letztendlich sieht man das gar nicht. So, Lidschatten kann man einstellen und Ohrenwinkel und was weiß ich. Ich meine, das ist schön für Rollenspiel, aber ich sag mal, jetzt seht ihr ja nur, wie muskulös ich bin. Und das geht ja auch gleich weg. Dann sehen nämlich alle Charaktere irgendwie gleich aus, finde ich immer. Jetzt bin ich in Ruhe, wir holen euch nachher, irgendwann. Auch dringend was zu essen. Und dringend was zu trinken. Obwohl, trinken haben wir noch genug. Wir machen jetzt genau das, was ich sonst auch mache. Ich glaube, das habe ich auch am Anfang der Original-Series auch so gemacht. Da hatte ich ja eigentlich vor, auch nur ein reines Let's Play zu machen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Was hast du hier irgendwas für mich? Nee, du hast so ein Buch. Da liest du mir doch bestimmt wieder was vor. So ein Shit. Wir waren forced to take refuge, bevor der Wind die Skin von unseren Faces scoured. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire, or the bite of the axe. Okay, jetzt darf der Red Boy wieder. Können wir mal alles hier rausschmeißen, das brauchen wir nämlich nur wirklich nicht. Wir sind schon 2 Level gestiegen. Belastung ist am Anfang ganz gut und Stärke, weil wir noch ziemlich viel selbst machen müssen. Wir haben was gegessen. Trinken geht es uns eigentlich noch ganz gut, aber komm, was soll der Geiz? Wir haben auch schon die ganzen Werkzeuge. Mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, Punkte zu verteilen hier. In die Talente. Wir wollen natürlich ein Haus bauen. Ja, dann nehmen wir halt den Krieger. Gibt's schon Schilde, gibt's die hier? Ne, die gibt's glaube ich auch bei den Waffen, ne? Ja.
Dafür brauchen wir Stufe 5. Stufe 5 sind wir noch nicht, aber bald. Müssen wir was kochen. Den Rest... Achso, wir haben gar keine Punkte mehr. Okay. Achso, ich habe vergessen, mit dem Mod, den ich drauf habe, brauche ich es ja nur herstellen, der macht automatisch das Zwirn. Das legen wir uns mal auf 1. Dann wissen wir ja, dass gleich Sachen um die Ecke kommen hier. Alles sammeln. Auch mal ein bisschen Holz, damit wir gleich vernünftig Essen bauen können. Die haben die Animationen verändert. Cool. Und dann ran an den See. Haben wir hier schon was? Schieferrücken? Eigentlich möchte ich diese Kobolde da besiegen. Genau. Tada. Zum Sieg, da haben wir nämlich auch wieder Punkte gekriegt. Was haben wir denn hier noch? Deko brauchen wir nicht. Nehmen wir die mal mit. Bett. Rest heben wir uns auf. Ha, du bist tot. Ist irgendwas dabei, was wir brauchen? Nein, natürlich nicht. Eine Hose, die tragen wir aber schon. Da hinten sind die. Ich würde eigentlich ganz gerne nach da oben. Obwohl das sehr, sehr weit von allem ist. Ich wäre gerne Level 10, damit wir zumindest schon mal irgendwie was zähmen können. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Das nehmen wir mit. Nur 2 Level gekriegt. Am Anfang geht das immer noch relativ schnell. Ich habe aber auch die EP-Raten jetzt nicht erhöht, großartig. Das ist, sind dieselben Einstellungen wie bei dem Scepter-Playthrough. Auch wenn das auch gerade ein bisschen schläft. Na. Den Rest brauchen wir noch nicht. Das geht noch nicht. Ja, Stufe 10. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich eingestellt habe. Ah, jetzt können wir hier ein Schild bauen. Das genommen, ja. Das ist das Einzige, was ich brauche. Ist so ein Blablabla. Ist... Nee, das ist das Einzige, was ich eingestellt habe. Dass man... schnell durchzähmt, weil das für das Let's Play hier sonst keinen Sinn macht. Ich habe hier keine Zeit, irgendwie 8 Stunden warten zu müssen. Ich habe vergessen, wie man ausweicht. Ach da.
Okay, ich brauche nur die EP. Euer Fleisch ist nichts wert. Hä, wo bist du denn hingesprungen? Aber das geht das. Machen wir das so. Dann verteilen wir unsere Punkte. Das war's dann auch schon. Das brauchen wir nicht. Okay. Wir können ja, glaube ich, auch die Standard-Wundverbände machen. Obwohl das mit dem Trank geiler ist. Ich dachte, ich habe nur 10 hergestellt. Na gut. Jetzt haben wir 7. Quatsch, jetzt haben wir 30. Bin mir nicht ganz sicher, wo ich meine Basis bauen möchte. Ich glaube, wir gehen hier irgendwo hin. Da war nämlich alles so, oder so ziemlich alles um uns rum. Daneben. Sind natürlich im Moment viel zu schwach, um irgendwie was hinzukriegen hier. Bisschen was geht. Zack. Da war doch schon Stufe 10. Gefällt mir. Vielleicht machen wir es uns auch so ein bisschen... so, dass wir ich habe einen Faden verloren. Zack. Scheiße. Drei. Okay. Weiß noch nicht, was für ein Run wir machen. Ich würde gerne... ich muss irgendwo hoch. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was wir für den Fahrstuhl brauchen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht angegriffen. War der hier? Oder hier? Ich hab auch keine Ahnung, was das hier ist. Ah, hier war das. Stufe 19. Das ist natürlich doof. Wir können uns ja irgendwo so eine kleine An... hallo? Anfangs... Basis bauen. Da müssen wir auch irgendwann hin. Vielleicht markieren wir uns das schon mal. Hallo? Ja. Soweit ich weiß, mache ich keinen erhöhten Schaden. Eigentlich. Die nehmen wir mit. Die Mütze. Dann haben wir nämlich schon mal eine Kopfbedeckung und gleich den nächsten Wegpunkt oder Reisepunkt. Yeah.
Ich habe die Säuberung übrigens aktiviert. Das heißt, wenn wir uns ganz dämlich anstellen, dann wird diese Leiste voll. Dann haben wir ein Problem. Deshalb möchte ich nach oben irgendwo. Ist nur mit dem Klettern halt kacke, weil wir dann da die Leibeigenen nicht hochkriegen. Jetzt sind wir in den Weiten der Wüste. Eisen wäre natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht bauen wir uns hier irgendwo hin. Achso, hier ist irgendwo dieser Skorpionkönig, ne? Heldenboss? Ach, da hinten ist der. Dann bauen wir uns doch nach hier hin, weil hier haben wir mega viel Eisen. Und für im Moment ist das okay. Ah, wir können uns nämlich auch einen Brunnen bauen. Irgendwann. Ja, Red Boy, du bist mega schlau. Wir haben hier nämlich zur Not direkt gegenüber auch dieses Menschenlager. Können wir uns zumindest die ersten... Hallo? Die ersten Köche leisten? Ich bin zu doof, diesen Berg hochzuklettern. Vor allem, ich muss wahrscheinlich nicht mal diesen Berg hochklettern. Ich könnte doch da hinten hochgehen. Ich schwöre, ich kann das. Ich habe das schon mal gemacht. Das gibt's doch nicht. Das ist doch was fürs Best of hier jetzt schon. Mann, Mann, Mann. So. Jetzt aber... Ach kacke, hier oben sind auch die Viecher. Das ist doof. Aber ich glaube, hier kommen die nicht hoch, ne? Och. Aber das finde ich trotzdem irgendwie doof, dass sie jetzt genau hier sind. So, direkt vor der Haustür wollte ich die nicht haben. Wie schaut das hier aus? Haben wir da Nachbarn? Geht wirklich nur um die allererste Hütte, wo wir Metall farmen können hier halt. Ich habe schon einen Plan, wo ich mich letztendlich niederlasse. Ich hatte gerade negativ Ausdauer. Das ist auch mal was Neues. Ja, hier ist doch schön. Schön flach. Schön groß. Stört uns keiner. Schauen wir mal. Ja, ich hätte auch gleich 10 herstellen können. Herstellungsgeschwindigkeit ist natürlich beschleunigt. Einfach nur... Damit das nicht so lange dauert. Das hat schon gereicht. Okay. Wie viele kann ich denn noch bauen? Ich baue jetzt auch nichts Hübsches. Habe ich auch nicht vor. Wir brauchen noch 2 Stück. Achso, woran liegt es denn? Sowohl an Holz als auch an Stein. Stein sollten wir genug haben. Ich habe ganz geringfügig, glaube ich, die Abbaurate hochgestellt. Einfach nur, weil es sonst halt einfach nur ewig dauert.
Ich brauche eine Tür. Gibt es die Tür gratis dazu? Wo ist sie? Hä? Da. Tada! Okay. Dann können wir jetzt mal eben eine Kiste bauen. Da können wir mal das Zeug reinstellen, was wir nicht brauchen. Und natürlich gleich ein Lagerfeuer. Ich verstehe nicht, warum ich immer wieder überlastet bin. Okay. Oder bauen wir gleich das Große? Ja, warum nicht? Brauchen wir ja sowieso. So, dann können wir jetzt das, was wir nicht brauchen, kann da rein. Vielleicht sollten wir das mal kochen. Köpfe und so brauchen wir eigentlich absolut gar nicht, aber wir behalten sie jetzt doch mal. Kann ich das halbieren? Das sollte doch reichen hier, oder? Genau, dann nehmen wir doch mal ein bisschen was zu essen mit. Zack, bumm. Dann haben wir auch schon den nächsten Reisepunkt bestanden. Achso, wir haben eigentlich genug. Also für PvP sind Fenster natürlich kacke. Aber für die Ästhetik sind Fenster wunderbar. Nicht wahr? Sieht doch wesentlich schöner aus. Jetzt kommt der Freak in mir hoch. Das muss symmetrisch sein. Das kriege ich auch irgendwie hin. Glaube ich, hoffe ich. So, das hat schon mal geklappt. Okay. Ich vergesse immer, dass die Türen hier nicht automatisch aufgehen. So, was brauchen wir jetzt hier? 5x3. Machen wir. Einen noch. So, Dalle. Ah, perfekt. Okay, dann machen wir... Ich glaube, oben brauche ich gar keine Wand. Ich brauche hier noch eine Treppe. Ich glaube, eine reicht. Nee, zwei. Okay. Dann können wir hier nämlich was draufbauen. Ich glaube, das haben wir beim... ersten Spiel auch gemacht. Bin mir aber gerade nicht sicher.
So, jetzt können wir das alles wieder wegpacken. Nehmen wir das mit? Nee. Das hauen wir jetzt hier mal mit rein. Das ist schon wieder fertig. Her damit. Das geht mir eigentlich einen ganz ticken Tacken zu schnell. Was brauchen wir denn da? 5 Eisen, okay. Dann müssen wir jetzt mal... Da brauchen wir 50 Stein. Das dauert ja nicht so lange, zum Glück. Mach mir nicht die Tür vor der Nase zu hier. Mensch! Und dann bauen wir das Ding einfach mal ins zweite Geschoss. Der Profispieler hätte gleich 2 gebaut. Der Profi Red Boy macht das natürlich nicht. Wir brauchen... Warum macht der Profi Red Boy das eigentlich nicht? Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ich finde auch so ein bisschen dadurch, dass das so flicks geht hier gerade. Seid ihr definitiv live bei allem dabei, da brauche ich nicht so viel offline machen. Und jetzt brauchen wir Holz. Hoffe, das kriegen wir hin. Also hier mit den Steinen, Werkzeugen. Beziehungsweise mit den Steinwaffen wird das ein bisschen schwieriger. Und Holz in der Wüste finden ist auch nicht ganz so einfach. Ich weiß gar nicht, was wir für die Werkbank brauchen. 25 Holz haben wir doch schon. Da brauchen wir 5 Eisen, okay. Wir machen jetzt genau dasselbe, was ich beim letzten Playthrough gemacht habe. Wir laufen hier so ein bisschen durch die Gegend. Hoffen, dass wir das Ganze überleben. Und nehmen immer so im Schwung was mit. Wenn das klappt, ich bin an einem Baum hochgelaufen. Ich wusste nicht mal, dass man Bäume beklettern kann. Achso, ich habe geklettert. Da habe ich natürlich die blöde Axt nicht mehr in der Hand. Lass mich. Kein Bett, ne? Oh, wow. 7 Schaden. Wow. Ja, das lohnt sich nicht. Uiuiui. Ich finde das immer lustig. Die ersten Folgen in einem Survival-Spiel sind generell eigentlich immer Fails. Scheibenhonig, der kommt doch noch hier hoch. Ja, komm. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Wir kiten den jetzt mal hier runter. Denn da will er ja ganz offensichtlich lang. Ach so, jetzt hat er schon keine Lust mehr. Wir sind ihm zu langweilig. Ich hätte jetzt eher gesagt, wir sind nicht schmackhaft genug, aber wir sind ihm auch noch obendrein zu langweilig.
Achso, wir machen erstmal die Werkbänke fertig. Oder zumindest die eine. Bisschen platzsparend. Was können wir jetzt hier machen? Im Moment nur geformtes Holz, das brauchen wir noch nicht. Dann besorgen wir uns jetzt mal ein bisschen Eisen. Oh wow. Ich habe gar nicht gesehen, dass das ein Viech war. Aber ich glaube, es ist auch Sinn und Zweck der Sache. Die kommen trotzdem hinterher. Aber wir haben ja gelernt, gab es irgendwo einen Spot, wo man ganz in Ruhe abbauen konnte. Zum Beispiel da oben. Achso. Ich weiß nicht, was ist denn jetzt passiert. Okay. Wir klettern einfach mal durch den Stein. Ja gut, solange wir nicht dran verrecken, soll mir das egal sein, was hier passiert. Wir haben schon wieder eine neue Stufe erreicht. Ich nehme jetzt, weil wir hier ein bisschen Ruhe haben gerade, noch ein bisschen Holz mit. Ja, jetzt haben wir nämlich schon wieder keine Ruhe mehr. Haben wir vorhin den großen Baum komplett weggemacht, ja. War mir gar nicht so bewusst. Guck mal, da ist ein Boss. Wollte er den nicht lieber angreifen? Bin mir nicht mal sicher, ob das funktionieren würde. Der hat nicht mal Lust auf uns. Weder Lust auf uns noch auf die. Sehr interessant. Braucht noch ein bisschen Ausdauer, um da hochzukommen. Wovon habe ich jetzt bitte Schaden gekriegt gehabt? Gehen die da jetzt hoch? Ah, die gehen da trotzdem hoch, ne? Dann funktioniert das ja gar nicht, was ich machen will. Machen wir es anders. Genau, du hast keine Lust. Zack. Dann können wir unseren Kumpel, den wir uns gleich besorgen, nämlich auch ausrüsten. Das sind die vom DLC, die ganzen Waffen. Vielleicht nehmen wir die auch. Eisenwerkzeuge brauche ich im Moment, glaube ich, noch nicht. Mag eigentlich Äxte.
Adalasser Kurzschwert sogar. 20. Was braucht man dafür? Das kriegen wir noch hin. Dann machen wir das jetzt zuerst. Und wir setzen hier mal den auf Ziegel an. Da brauchen wir natürlich zwei. Weil unser Kumpel braucht ja dann auch einen. Aber das können wir ja dann mal machen lassen. Das probieren wir jetzt direkt aus. Boah, ist das kurz. Wir verteilen jetzt erst nochmal Punkte kurz. Eigentlich war das doof. Egal. Rüstungsmacher brauchen wir auf jeden Fall. Haben wir jetzt noch Punkte über? Achso, dafür brauchen wir sowieso Stufe 20. Okay. Was brauchen wir denn für die Rüstungsmacher? Bank. 20 Stein. 20 Stein, die kriegen wir ja hier. Müssen wir auch einen Knüppel machen dann noch. Brauchst sowieso ein bisschen mehr Stein, weil ich noch ein Dingens bauen will. Was? Okay. Noch ein und wir sind überlastet. Ich brauche... Diese Platz, wo bauen wir den denn hin? Nach hin? Ah, warum nicht? Natürlich habe ich meine Pflanzenfasern jetzt unten gelassen. Und natürlich bin ich völlig überlastet. Machen wir gleich zwei? Achso, brauche ich ja überhaupt nicht. Geht ja so rasant schnell hier. Was brauchen wir jetzt noch für den Rüstungsmacher? Nix. Was können wir denn hier mal basteln? Freuen dafür. 14 auf 14. Okay. Ich glaube, die Rüstung haben wir mal genommen. Aber dafür brauchen wir den Gerbertisch. Okay. Wir
können ja immer fleißig abbauen. Hauen wir mal hier ein bisschen Holz rein. Dann können wir das mal hier wegschmeißen. Was brauche ich denn für den Knüppel eigentlich? Leder. Mist. Dann brauchen wir fünf Rinde. Gucken wir mal, ob das noch so klappt wie früher. Gab ja nun auch einige Veränderungen im Spiel. Ja, komm, lass mir hier nur. Ich glaube, hier gibt es jetzt Harz und Rinde. Ja, das hat gereicht. Lass mir hier nur. Ich habe meinen Stein schon wieder verkloppt. Ich habe immer so ein Talent, Sachen irgendwo reinzuhauen, die ich letztendlich trotzdem noch brauche. Ich nehme mal ein bisschen Eisen mit. Noch hinter uns her? Nein. Okay, vielleicht machen wir doch noch den Gerbertisch und ich glaube, dann war es das auch für heute. Oder für jetzt. Weiß noch nicht, vielleicht wird es eine Doppelfolge. Macht nämlich gerade so ein bisschen Spaß. 10 Holz noch. Also das leisten wir uns auf jeden Fall. Ach ja, wir brauchen ja jetzt beides. Das habe ich ganz vergessen. Ast. Wir machen es jetzt wieder, aber auch eigentlich nur, weil es hier so viel Stein gibt und mir das relativ lax ist. Ach, ist es nicht schön. Jetzt noch den Tisch daneben. Zack. Ja. Dann soll es das fürs Erste auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns definitiv dann in der nächsten Folge, die ich auch, glaube ich, jetzt definitiv noch aufnehmen werde. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin RedBoy3k. Schaut mir live auf Twitch zu oder folgt meinen Social Medias. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Tschö!